den Aqua Volta H2Go 2.8 vorstellen. Dieses Gerät ist ein sogenannter Wasserstoffbooster. Das bedeutet, er ist in der Lage, aus gefiltertem Wasser oder einem guten Flaschenwasser ein wasserstoffreiches Wasser herzustellen. Das ist eine ganz neue Technologie. Hier ist auch eine ganz spezielle Membran verbaut. Wenn Sie mehr über die Funktionsweise wissen wollen, dann lesen Sie sich unsere Ausführungen dazu auf den entsprechenden Seiten durch. Dieses Gerät ist besonders klein, besonders handlich. Ich habe hier eine Besonderheit, und zwar einen Glaszylinder und einen speziellen Druckdeckel. Bedienung ist sehr einfach. Hier ist nur ein Knopf dran zum An- und Ausschalten und zum Umschalten in verschiedene Modis. Ich zeige jetzt mal den Lieferumfang des Gerätes, so wie er original geliefert wird. Wir haben eine Bedienungsanleitung in Deutsch. Wir haben einen zusätzlichen Glaszylinder. Ein zusätzlicher Glaszylinder. Das müsste so ungefähr 400 Milliliter sein. Wir haben ein Netzteil, ein Ladekabel, USB und Micro-USB. Es ist ebenfalls ein Standard-Ladekabel, Ladegerät im Grunde mit 5 Volt, sodass man daran auch jedes Handy im Grunde laden kann, beziehungsweise das Gerät halt auch mit einem normalen USB-Ladegerät laden kann. Wir haben hier einen Dichtungssatz und noch einen zweiten Flaschenadapter, ein klein bisschen Zitronensäure. Wir liefern aber immer noch einen größeren Pack Zitronensäure mit dazu zum Entkalken des Gerätes. Wenn Sie ein Wasser verwenden, was eine hohe Härte hat, dann gibt es mit der Zeit Kalkablagerung, die dann eben auch mal entfernt werden sollten. So, das ist das Grundgerät an sich. Wir haben hier bei der Lieferung eine sogenannte Schutzfolie dran, damit eben die Membran jetzt hier noch feucht bleibt. Ich zerlege jetzt einfach mal das Gerät. Druckdeckel. Das ist der taillierte 300 ml Glasbehälter. Hier haben wir die Elektrolyseeinheit mit Akku. Hier unten ist ein Abwassertank, der dann im Prinzip ausgeleert werden sollte regelmäßig. Hat aber auch einen Überdruck oder einen Überlauf, sodass, wenn Sie den lange nie ausgeleert haben, merken Sie, dann ist mal der Boden feucht. Das tritt dann hier aus, einfach zur Sicherheit, damit hier unten kein zu hoher Druck entsteht. So, hier oben drin haben wir einen Flaschenadapter für verschiedenste Glasflaschen. Ebenfalls wie hier noch ein zweiter Adapter für eben andere Größen beigelegt ist. Ja, und ich kann natürlich hier dann ebenfalls den anderen Glaszylinder darauf verwenden. So habe ich eben zwei unterschiedliche Glaszylinder hier im Standardlieferumfang zur Nutzung enthalten. Dieser Druckdeckel hat eine Besonderheit. Dieser Druckdeckel lässt überschüssiges Gas ab einem bestimmten Druck raus. Und das entweicht dann einfach nach oben. Man kann dann diesen Deckel hier auch abmachen. Das ist jetzt etwas schwierig. Da muss man ein bisschen basteln, aber das ist im Grunde kein Problem. Dort sollten Sie ab und zu mal drin sauber machen, ja, weil natürlich hier oben theoretisch sich auch Bakterien dann bilden können, wenn das eben lange hier oben feucht ist. Sie können es also auseinander machen. Und hier oben zu diesem Ventil entweicht das Gas, wenn hier unten der Druck zu groß wird. Dadurch kann der Wasserstoffgehalt sehr stark gesteigert werden bei dem Gerät. Ja? Deshalb kommen wir bei dem Gerät auf 2,8. Ich hatte sogar schon in meinem Videotest, wo wir zwei Geräte verglichen haben,
auf 3 ppm Wasserstoff, was ein sehr, sehr, sehr guter Wert ist und die meisten Geräte, die es am Markt gibt, auch locker übersteigt. Und ja, so ist der Aufbau hier gemacht. Ich habe jetzt hier mal mein Testgerät bzw. mein Gerät, was ich die ganze Zeit verwende, das ist bereits gefüllt. Die Bedienung ist im Grunde extrem einfach. Wir drücken einmal für Modus 1 und ein zweites Mal für Modus 2. Ich glaube, einmal sind 5 Minuten, zweimal sind 7 Minuten. Sie sehen dann, im Modus 2 leuchtet es grün, im Modus 1 leuchtet es blau. Und ebenso hier unten haben wir noch eine Beleuchtung quasi. Da sehen Sie dann die Membran dann ebenfalls in grün. So, und ja, zum Ausschalten einfach ein drittes Mal drücken. Wenn der Akku leer ist, im Betrieb blinkt das Gerät, beziehungsweise irgendwann schaltet es ab. Und beim Laden ist dann diese Anzeige hier und auch die Beleuchtung drin rot. Ja? Wir sehen das dann beim Aufladen, er blinkt dann außerdem rot, kann aber mit angeschlossenem Netzteil ebenfalls bedient werden. Wir können den also in diesen verschiedenen Modis einfach laufen lassen. Und wie gesagt, wenn der Druck zu hoch wird, ich brauche also keinen Druck ablassen, wenn der Druck zu hoch wird, wird er automatisch abgeführt, sodass hier im Prinzip der Glaszylinder auch nicht platzen kann oder sowas, wenn hier ein zu hoher Druck entsteht, das ist kein Problem. So, und jetzt kann ich einen Durchgang machen, habe dann eben eine Wasserstoffmenge X. So, wenn das erledigt ist, dann kann ich das Gerät ja nochmal anschieben und eben noch einen Durchgang machen. Ich kann dort 3, 4, 5, 6, 7 Durchgänge machen. Der Akku hält ungefähr für, sagen wir mal, 15 bis 25 Durchgänge, da muss er aufgeladen werden. Das kann man auch immer nicht garantieren, das kommt auf verschiedene Faktoren an, wie lange der Akku hält. Und natürlich, wie alt der Akku dann schon ist. Wir wissen ja sehr, wie das bei Batterien ist, die lassen natürlich dann auch nach. Die Akkus können dann eben vom Kundendienst hier, wenn sie sich bei uns melden, auch gewechselt werden. Das ist kein Problem. Ja, und wenn ich eben mehrere Durchgänge habe, meinetwegen, ich lasse 20 Minuten hintereinander, indem ich ihn immer wieder anschalte, den Wasserstoff hier generieren, dann kriege ich halt wirklich Werte von 2,5, 2,8 oder wie ich jetzt hatte, 3,0 ppm. So, das ist ein sehr einfacher Aufbau. Hier haben wir den Ladeanschluss. Da kommt der Micro-USB-Stecker hier rein und dann eben einfach ans Netzteil und ab in die Steckdose. Es kann hier, wie gesagt, jedes Netzteil verwendet werden. Sie können es am Computer laden, Sie können es an Ihrem Handy USB-Ladestecker laden. Also sehr flexibel einsetzbar. Sie müssen also nicht immer dieses Ladegerät, das ist auch ein Standardstecker hier, also wer Android-Handys hat oder so, da müssten dieselben Stecker passen. Sie können das jetzt mit Ihrem normalen Standardladegerät aufladen. Wir haben sehr gute Werte erreicht, ich habe es schon gesagt. Ich selber hatte hier 3 ppm Wasserstoff nachweisen können nach mehreren Durchläufen. Und ich finde das Gerät sehr praktisch, sehr handlich, formschön und gehört auf jeden Fall zu den Top-Geräten, die wir Ihnen hier sehr empfehlen können. Wichtig wäre noch, wenn Sie das Gerät das erste Mal auspacken, befolgen Sie wirklich die Hinweise im Handbuch. Was ganz wichtig ist, dass die Folie natürlich entfernt wird und dass die Membran erstmal befeuchtet wird. Die muss erstmal eine Weile einwirken, das steht auch genau in der Bedienungsanleitung. Also füllen Sie das Gerät voll und lassen Sie es, bevor Sie es das erste Mal anschalten, erstmal eine gewisse Zeit, so wie es im Handbuch steht, einweichen. Die Membran muss erstmal ordentlich eingeweicht werden und nie sofort Wasser rein, anschalten, los, sondern das Gerät muss wirklich erstmal vorbereitet werden. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig und ist einfach die Grundlage, damit diese Membran hier nicht beschädigt wird.
die Membran darf auch niemals, oder das Gerät darf niemals betrieben werden ohne Wasser. Ja? Und wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, deshalb heben Sie sich am besten hier diese Folie auf, dann bitte etwas Feuchtigkeit rein, etwas Wasser rein, möglichst ein destilliertes oder ein Osmosewasser, eben aufgrund der bakteriellen Belastung. Und dann eben mit der Folie am besten so aufbewahren. Sie haben hier ebenfalls noch einen Deckel, da könnten Sie jetzt, wenn Sie das auseinander machen, auch zum Transport, diesen Deckel hier drauf machen, der ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist, und das so verschließen. Aber wenn es wirklich längere Zeit nicht verwendet wird, dann bitte unbedingt hier diese Folie oder auch eine andere Folie hier dazwischen machen und feucht halten.